Eine neue Woche beginnt und somit auch neue Updates zu Galaxy of Heroes. Heute im Programm ein zu 95% bestätigtes Erscheinungsdatum für die Territorialschlacht rund um Geonosis sowie Details zu den Grand Arena Championships, im Speziellen die Einteilung für die Divisions, also die galaktische Macht. Brackets, in die ihr eingeteilt werdet. Das und viel mehr jetzt hier, also bleibt dran. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Pyrox Games zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes. Wir haben eine mehr oder weniger Bestätigung für den Start der ersten Runde der Territorialschlacht auf Geonosis. Im Speziellen in dem Falle tatsächlich nur die dunkle Seite der Territorialschlacht von Geonosis, denn über die helle Seite, und das ist tatsächlich sehr erstaunlich, haben wir bis dato gar keine Informationen erhalten. Also das schon mal vorweg, da wird es mit Sicherheit in absehbarer Zeit einiges an Spekulationen geben, aber jetzt erstmal die für euch wichtige Information. Es wurde bestätigt, dass die Territorialschlacht rund um Geonosis, also zumindest die dunkle Seite, parallel natürlich zu den Kämpfen rund um Hoth ablaufen wird. Also parallel, das hatte ich ja in einem anderen Video schon ausreichend und hinlänglich diskutiert und analysiert. Und jetzt ist es so, dass wir den Release im aktuellen Zeitplan erleben werden. Nicht mehr mit dem aktuell stattfindenden Rebellen Lightzeit, also mit dem helle Seiten Hoth Territorialschlacht, sondern erst mit der imperialen Vergeltung, die uns Ende des Monats bevorstehen wird. Das haben sie nämlich gesagt, dass sie die erste Instanz am Ende des Monats, also später diesen Monat, starten möchten, kurz nach dem Update, welches sie aufspielen werden. Das heißt, jetzt gehen wir kurz in den Eventkalender rein, um das mal zu zeigen. Wir haben hier unten haben wir die beiden Territorialschlachten, einmal den Angriff der Rebellen und einmal die imperiale Vergeltung. Aktuell laufen, wie gesagt, die Rebellen. Und das heißt also, hier wird es jetzt keine Territorialschlacht auf Geonosis mehr geben, aber am 27.06. wird die nächste Runde Territorialschlacht mit der imperialen Vergeltung stattfinden. Und dort wird es dann, wenn man den Worten von Capital Games Glauben schenken darf, nämlich wie gesagt am Ende später in diesem Monat, Glauben schenken darf, dann müsste es dann auch dort zu dieser Zeit mit zum ersten Mal auf nach Geonosis gehen, also zur dunklen Seite. Bis dahin ist allerdings noch ein bisschen was zu tun, tatsächlich, denn uns fehlen noch mehr Informationen. Uns fehlen noch Informationen, wie jetzt zum Beispiel die geonosianische Brut Alpha ins Spiel kommen soll, weil die muss ja verfügbar sein, ist ja schließlich eine Voraussetzung für die Spezialmission auf Geonosis. Und genauso fehlt uns auch, weil uns mit Sicherheit auch Schiffskämpfe erwarten werden, irgendwie noch neuer Stuff für die Schiffe der Separatisten. Also, ich vermute tatsächlich, dass uns jetzt im Laufe des Monats, wir haben ja jetzt noch roundabout knapp 2 Wochen Zeit, und das kommt ja demnächst irgendwie dann auch noch ein Darth Revan so reingeschneit, so zwischendurch, zwischen Tür und Angel. Und irgendwo wahrscheinlich zwischen Darth Revan und dann Großadmiral Thrawn wird wahrscheinlich irgendwie noch ein Großkampfschiff der Separatisten kommen. Wir werden vielleicht auch noch das eine oder andere Separatistenschiff bekommen. Vulture-Droide. Vulture. Ja. Und wir müssen definitiv die geonosianische Brut Alpha bekommen. Also wir haben 2 interessante Wochen vor uns, wo wir definitiv neuen Content der Separatisten zu erwarten haben. Könnt ihr euch darauf freuen? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was uns da jetzt bevorsteht. Insbesondere natürlich das Großkampfschiff der Separatisten ist ja sehr stark diskutiert, ob das die Malevolence ist, ob das eine Providence-Class ist, eine Munificent-Class oder als so ein Schiff der Handelsföderation hier diese Donuts, ne, für die Druiden. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt, was da kommen wird. Aber ich bin zu 95% sicher, dass am 27.06. die dunkle Seitekämpfe der geonosianischen Territorialschlacht beginnen wird. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil der Information, die ich euch heute geben möchte, nämlich die Grand Arena Championships, im Speziellen die Championship Divisions.
Was ist eine Division? Das haben sie jetzt ziemlich klar deutlich gemacht, nämlich um es zu vereinfachen. Die Division ist einfach nur eure galaktische Machtspanne, die am Anfang jeder Championship-Runde neu evaluiert wird, also neu erhoben wird und ihr dann in eine passende Abteilung gesteckt wird, um zu verhindern, dass kleine Spieler von, sagen wir mal, 2 Millionen galaktischer Macht dann gegen Spieler spielen müssen, die über 5 Millionen galaktische Macht verfügen. Und das ist sehr, sehr gut. Also das wird quasi vom Prinzip her genau so ablaufen wie bei der Grand Arena zurzeit auch. Also jeder fällt halt in so eine gewisse Spanne, wo dann halt mehr oder weniger Einheiten bzw. Teams dann hingestellt werden müssen in die einzelnen Felder der Grand Arena. Und genau in diesen Brackets, in diesen Abteilungen wird sich das Ganze in den Championships auch abspielen. So, aber wir gehen jetzt nochmal hier so ein bisschen durch den Post durch, weil da steckt noch ein bisschen was anderes drin. Und zwar ist das jetzt grundsätzlich, sagen sie, eine Fortsetzung der Informationen über die große Arena Championship. Die haben ja schon ein paar Informationen rausgegeben, unter anderem ja auch schon hier und hier. Quasi haben sie ja schon mal festgesetzt, was man denn überhaupt so bekommen kann. Sie haben ja schon sich ausgiebig darüber ausgelassen, was für Belohnungen man bekommen kann im Prinzip und auch wie das Ganze funktioniert mit Feeds und mit Ligasystem und so weiter und so fort. Da habe ich ja auch schon ein passendes Video zu gemacht und falls ihr da noch gar nichts von gehört habt, von was wie wo Ligasystem, was wie wo Feeds, was ist denn das? Damit ihr versteht auch so ein bisschen, was ich euch jetzt gleich noch erzähle, wäre das ganz gut, wenn ihr das wisst. Deswegen, falls ihr es noch nicht wisst, pausiert an dieser Stelle das Video, klickt da oben auf die Ecke. Da könnt ihr nämlich zum Beispiel noch ein Video dazu angucken, was es mit Feeds und Liga und so weiter auf sich hat. Also, wenn ihr euch dieses Wissen jetzt angeeignet habt, beziehungsweise falls ihr es schon vorher hattet, herzlichen Glückwunsch, es geht jetzt nämlich weiter. Und zwar wird es grundsätzlich so sein, dass die Grand Arena Championships sind eine fünfwöchige, ja, große Arena-Season, könnte man sagen. Also es ist ein fünfwöchigen laufendes Event, was besteht aus großer Arena und auch eben diesen Feeds. Und das Ziel dahinter ist einfach, dass mit diesen Feeds, das habe ich ja auch in einem anderen Video auch schon gesagt, haben sie ja auch schon geschrieben, möchten sie so ein bisschen kompensieren, dass es vielleicht Spieler gibt, die in der großen Arena nicht so ganz hundertprozentig erfolgreich sind. Also nicht jeder hat natürlich eine 100% Gewinnrate, das ist natürlich vollkommen klar. Und um die Leute so ein bisschen zu belohnen, dass sie da trotz alledem außerhalb über zum Beispiel PvE-Content wie Schiffskämpfe oder auch Flottenarena oder sowas da auch ein bisschen noch zusätzlich was bekommen kann, fällt das halt auch mit einem gewissen Prozentsatz auch durch diese Feeds eben in die Bewertung mit ein und dadurch wird so ein bisschen das Balancing hochgehalten. Also das ist schon sehr, sehr gut, dass das da drin ist, um halt niemanden da wirklich zu benachteiligen. Okay, aber das Wichtigste ist ja jetzt, es geht ja jetzt um diese GP Divisions, also um diese Abteilungen, in die man reingesteckt wird. Grundsätzlich, wie gesagt, wird es am Anfang jeder Saison, wird man aufgrund seiner vorhandenen galaktischen Macht in eine gewisse Abteilung hineingesteckt. Das lässt sich erstmal so nicht verhindern. Also diese Einteilung findet tatsächlich rein aufgrund der galaktischen Macht statt, was aber nicht so schlimm ist, weil man hat da sehr, 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 sehr viele verschiedene Leute drin. Man hat ja dann auch diejenigen drin, also das ist ja das große Thema, ne? Breit aufgestellt sein ist ja bisher in der großen Arena immer ein Nachteil gewesen. Aber man hat in diesem Falle dann halt tatsächlich die Leute drin, die sind weit aufgestellt und diejenigen, die sind ein bisschen fokussierter drauf gewesen. Und dafür, wie gesagt, wiederum Feeds für diejenigen, die breit aufgestellt sind, haben eine Chance, besser und mehr Feeds zu machen und damit vielleicht ein bisschen Kompensation zu betreiben. Während dieser Championship, während dieses fünfwöchigen Events, besteht halt die Möglichkeit, dass man in der Liga nach oben steigt, innerhalb seiner Division. Also, das heißt, man fängt ja an, hier Bronzium, Chromium, bis hin zu Kyber und so weiter. Und wenn man in dieser Liga aufsteigt, durch das Erledigen von Feeds und durch das Gewinnen von Grand Arena Events, steigt man halt in der Liga auf, erhält bessere Belohnungen und am Ende ist dann quasi alles wieder vorbei. Man bekommt die Belohnungen für die Liga und dann ist gut. Innerhalb der Liga hat man jetzt aber natürlich die Leute, die, ja,
vielleicht stärker sind. Ne? Beispiel 1,5 Millionen galaktische Macht und am oberen Ende stehen Leute mit 2 Millionen galaktischer Macht. Das ist natürlich teamtechnisch schon ein echt starkes Problem. Aber sie sind sich dessen bewusst, dass das so ist. Und das ist auch durchaus beabsichtigt. Denn das Ganze ist im Prinzip, das schreiben sie hier unten in so einer kleinen quasi Antwort und Frage und Antwort Posting, schreiben sie im Prinzip rein, dass es heißen soll oder dass es so ist, dass zum einen diejenigen, die wirklich, ich sag jetzt mal, eine 100% Gewinnrate in der großen Arena haben, auch durchaus in der Lage sein können, mit jemandem mitzuhalten, der schon mehr und stärker ist. Das heißt also, es kann im Laufe dieser Championship kann es passieren, dass man auf Leute trifft, vielleicht die nicht ganz die eigene galaktische Macht haben, die vielleicht stärker sind, aber aufgrund dessen, dass man selbst sehr viel gewonnen hat, man durchaus in der Lage ist, auch die Teams des Gegners zu besiegen. Ne? Wenn man sich mal vorstellt, irgendjemand mit 1,5 Millionen hat Revan, Darth Revan und Darth Malak, vielleicht noch Treya dazu oder sowas und moscht damit in der großen Arena quasi, wischt damit allen den Fußboden auf, dann hat er auch eine Chance, gegen jemanden zu spielen, der vielleicht mehr Teams hat, aber vielleicht nicht ganz so starke Teams oder so. Ne? Also das muss man dann mal gucken, wie das Ganze ist. Auf jeden Fall bekommt das Ganze so ein bisschen eine Herausforderung, dass jemand, der sonst so immer so easy peasy, ach ja, oh, große Arena, ich schlumpf da so durch, halt auch eine Herausforderung bekommt, um da an der Stelle auch mit Leuten wieder zusammenzukommen, die ähnlich auch erfolgreich gewesen sind. Jetzt kommt natürlich dann der große Punkt, okay, was, aber ich soll jetzt mit jemandem zusammengeschmissen werden, der vielleicht bessere und mehr Teams und so weiter hat und wenn ich Pech habe, müsste ich eigentlich nochmal einen Trupp mehr hinstellen. Ich habe aber gar nicht so viele Charaktere, weil man ist vielleicht fokussiert und hat nicht so viele Teams. Auch dessen sind sie sich bewusst. Und zwar gibt es hier den Punkt, wenn es eine massive oder wenn es eine Differenz zwischen der galaktischen Macht, zwischen zwei Kontrahenten in der großen Arena gibt während dieses Championships, dann wird das Matchmaking, was sie auch grundsätzlich von neu auf überarbeiten werden, dann so ansetzen, dass die Anzahl der Verteidigungen, die gesetzt werden müssen, auf demjenigen festgesetzt werden, der die niedrigere galaktische Macht hat. Das heißt also, wieder Beispiel 1,5 und 2 Millionen. Beispiel, der 1,5 müsste in seinen großen Arenen, die er sonst immer so spielt, nur 4 Teams hinstellen, aber in dem 2 Millionen wären es schon 5 Teams, die er aber vielleicht gar nicht hat. Dann wird es so sein, dass das Matchmaking dafür sorgt, dass trotz alledem nur 4 Teams hingestellt werden, weil der niedrige Spieler grundsätzlich nur 4 Teams braucht. Ist natürlich in dem Falle in gewisser Hinsicht ein Vorteil für denjenigen, der mehr galaktische Macht hat. Aber wie gesagt, wer es schafft, gegen einen höher galaktische Macht besitzenden Spieler, ja, so kann man es glaube ich ausdrücken, anzutreten, hat grundsätzlich aber auch genug Power und genug Macht, um dann auch die Teams zu besiegen, die er hinstellt. Also ist es für ihn vielleicht nicht zwingend ein Nachteil. Und wenn das halt nicht klappt, gut, dann rutscht man dann halt wieder so ein bisschen runter. Und das Matchmaking soll insgesamt ein bisschen fairer werden und ein bisschen dynamischer. Und ich hoffe einfach, das ist wirklich eine Hoffnung von mir, dass die Fairness in diesem Matchmaking-System dahin geht, dass ein bisschen abgewiegelt wird, wie viele Zetas sind verteilt, wie viele Charaktere auf 7 Sterne sind damit drin, wie viele Equipment Stufe 12 Charaktere hat man und, um da so ein bisschen eine Balance reinzukriegen, welche Charaktere wie wo vorhanden sind und dass man wirklich so ein bisschen fair hat, dass halt nicht jemand mit der gleichen galaktischen Macht, mit Fokus auf komplett wenige Teams, starke Teams halt immer Vorteil hat gegenüber jemandem, der sich breit aufstellt. Da bin ich mal sehr gespannt. Und vielleicht habt ihr ja auch Ideen, was ihr dazu denkt, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ich bin da sehr, 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 sehr gespannt. Zu guter Letzt, zu den GP Divisions, sagen sie auch noch, dass das ein Langzeitziel für die Spieler sein soll, da ihre Sammlungen zu vervollständigen und dass da halt keiner benachteiligt werden soll, nur weil er sich da an der Stelle einfach breit aufstellt. Also das ist schon, ich bin sehr, sehr gespannt,
was da dann passiert letzten Endes. Und ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregter darauf und freue mich schon sehr auf die Grand Arena Championships. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Und ja, den letzten Punkt, den sie dann noch gebracht haben, und das ist auch quasi dann der letzte Punkt für heute für mich, sind die Leaderboards. Da gehen sie noch kurz drauf ein. Es gibt natürlich auch für die Championships, gibt es natürlich auch eine Rangliste quasi, auf der jeder steht, und da steht dann alles Mögliche drin, was man halt so braucht und was man irgendwie nicht braucht. Der Name, die Gilde, wie viel galaktische Macht man hat, der Rang in der Division und. Also so alles, was irgendwie zu einem Ranking-System irgendwie dazugehört. Aber das Ganze ist im Prinzip einfach nur... Ja, es ist im Prinzip einfach nur da. Es ist einfach nur so als Orientierung, dass man weiß, wer ist noch so in meiner Division drin. Die Top 50 werden auf jeden Fall da sein, so wie es auch schon bei den Flottenkämpfen, bei der Flottenarena und auch bei der normalen Trupparena der Fall ist. Und da kann man dann halt auch gucken. Und der Rang, der da drin ist, wird dynamisch anhand der Feeds immer wieder aktualisiert. Und da kann man einfach mal gucken, hey, mit was für Leuten spielt man denn da überhaupt zusammen? Was machen die anders? Was haben die richtig gemacht? Oder wie sieht das aus? Was für Leute habe ich da überhaupt? Und kann wahrscheinlich auch gegebenenfalls auch einfach Kontakt mit den Leuten aufnehmen, wenn man nett plaudern möchte. Wenn man mit seiner Grand Arena Championship Division einfach ein bisschen quatschen möchte. Ne? Also das ist so im Prinzip... das, was so ein Ranking-System machen soll, was dieses Leaderboard bringt, was dann noch mehr kommt, weil sie sagen auch schon, das ist nur der Anfang des Ganzen. Und da soll noch ein bisschen mehr kommen, was dann auch mit dieser Rangliste letzten Endes zu tun hat. Aber was, das haben sie sich jetzt noch rausgeschwiegen. Dann werden wir mal schauen, was da noch kommt. Und ich bin deswegen sehr, sehr gespannt, wie das Ganze läuft, wenn dann das erste Mal es in die Grand Arena Championships geht. Und ich bereite mich tatsächlich auch schon so ein bisschen davor, poliere so ein bisschen meine Teams auf und rüste da ein bisschen nach. Und dann schauen wir einfach mal. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch lassen, teilen und Kanal abonnieren, kennt ihr natürlich. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Galaxy of Heroes. Da kommt mit Sicherheit noch einiges. Bis dahin, stay tuned. Ciao.